So, hallo Leute. Kurze Erklärung, wie das funktioniert mit Kiwi SDR, also wie man Funk hören kann ohne einen Receiver im Internet. Wir gehen auf Kiwi SDR und da können wir dann irgendwie, das ist praktisch eine Seite, wo sich die ganzen Receiver, also praktisch solche Kiwi SDR Receiver zusammengesammelt haben. Dann können wir hier unten drauf gehen auf rxlinkfunnel.net und dann wird hier, warte mal, ich mache das mal hier als ganz Bildschirm. So, und dann wird hier praktisch eine Weltmap angezeigt und wenn wir jetzt zum Beispiel hier reingehen, irgendwie jetzt in die Richtung von Deutschland, dann sehen wir, dass es verschiedene gibt, zum Beispiel grüne, die sind besser, die gelben, die sind etwas schlechter. Man sieht das hier, wenn man hier drauf geht, siehst du hier zum Beispiel Signal ganz unten, SN Score 28 dB. Das heißt, das ist Signal Noise ist 28 Dezibel. Das heißt, die Signale sind 28 Dezibel unter, also ungefähr Faktor 150 unterhalb der unter, also praktisch das kommt so. Und hier ist das steht jetzt nicht dabei, es ist grün. Es gibt praktisch bessere und schlechtere. Also Signal Noise Score siehst du irgendwie immer, ob das ein guter oder ein schlechter Empfänger ist. Hier zum Beispiel Signal Noise Score ist 14. Das ist natürlich nicht so doll, oder hier ist so einer, da ist er irgendwie gar nicht mehr angegeben. Und so kann man sich irgendwie einen schönen Receiver aussuchen, der irgendwie einigermaßen viele Frequenzen, einigermaßen hier ist zum Beispiel 0 bis 29 MHz. Und es gibt eben halt irgendwie für jeden einzelnen bestimmte Grenzen. Jetzt können wir, sagen wir mal, irgendwie, wir gehen jetzt hier Richtung Osten. Da wird es ein bisschen dünner, aber zum Beispiel haben wir hier in Warschau, haben wir jetzt zum Beispiel hier auch schon ein paar SDR-Receiver, die da sind. Hier ist einer mit 29, der ist recht gut. Da klicken wir mal drauf. Sagen wir, okay, ich möchte den zum Beispiel haben. Jetzt in Polen. Und sage, ich will, dass das mache hier ein automatisches. Da muss man irgendwie, da kann man nicht rein ohne. Wieder weg. Da kann man nicht ohne weiteres rein, weil das Ding irgendwie sozusagen, der ist gesperrt. Da sucht man sich also einen, der nicht gesperrt ist. Hier ist in Moskau einer, hier ist auch einer in der Nähe von der Ukraine, sagen wir mal. Da ist sogar einer in der Ukraine, UR5VIB. So, dann gehen wir mal rein. Dann gucken wir mal, was in der Ukraine los ist im Netz. Da können wir reingucken und da fragt er wieder nach HTTPS Everywhere. Das will ich natürlich nicht haben. Und auch hier muss man sich anstellen. Na, suchen wir mal einen, wo das irgendwie nicht ist. Also da muss man ein bisschen suchen, bis man dann einen hat, der irgendwie einigermaßen. Also ist auch wieder einer, der in Polen ist. Und irgendwo ist dann mal einer, der völlig frei ist. Na, der auch nicht. Die sind natürlich jetzt alle überlaufen, das ist klar. Tja, suchen wir uns mal einen raus, der nicht überlaufen ist. Rumänien. Jo, der ist gar nicht da. Gut, dann gehen wir hier oben hin bei Polen. So, da haben wir einen. Der ist offen. So, jetzt könnt ihr hören, wie das ganze Ding hier läuft. Und momentan ist hier irgendwie eingetragen, wenn man hier mal ein bisschen reinzoomt. Jetzt kann man hier drauf gehen und dann kann man mit dem Mauszeiger kann man das Signal ein bisschen reinzoomen. Und das ist der russische Militärbuzzer sozusagen, hat er hier gerade eingestellt. So, das spielt keine Rolle. Wir gehen mal da, wo jetzt die Maus ist. Wir gucken uns erstmal an, wo wir hin wollen. Wir wollen zum Beispiel jetzt die Kurzwelle angucken. Sagen wir mal, ob er 7 MHz. So, da sind wir jetzt in der Kurzwelle drin. In der Kurzwelle für Amateurfunk, das ist das 40 Meter Band. So. Und hier sieht man jetzt irgendwie, dass hier ordentlich Signale sind. Das ist alles CW, das sind jetzt Mausesignale. Das heißt, wir schalten hier bei den Modi auf CW.
CW Wide, CW Narrow können wir auswählen. Ich nehme jetzt mal Wide, fürs erstmal versuchen. Gehe nochmal weiter rein und dann nehme ich mir den hier am oberen Ende und schiebe ihn dahin, so dass es einigermaßen über diesem Signal ist. Ja, das ist ein bisschen schwach, aber wir gehen jetzt mal hier hin. So, da ist jetzt ein ganz klares Signal, ein ganz klares CW-Signal. So, und jetzt können wir irgendwie zum Beispiel ein Programm nehmen wie FLDigi. Und bei FLDigi, nachdem wir das dann haben, müssen wir dann sagen, okay, FLDigi soll aufzeichnen, irgendwie aus dem Montanzeichner von meinem Funkgerät aus. Das heißt, ich sage eben, er soll aufzeichnen auf. Das ist jetzt Linux, das ist sicherlich bei euch was anderes. Das ist nicht mehr auf Funkgerät, sondern Monitor vom internen Audio. So, das zeichnet er jetzt auf. Und jetzt kriege ich praktisch das, was ich hier im WebSDR an Sound habe. So, auf Windows läuft das wahrscheinlich dann ähnlich. So, jetzt machen wir den mal ein bisschen kleiner hier. Und jetzt ist momentan kein Signal da. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie ein schönes Signal reinbringen. So, das machen wir jetzt mal ein bisschen kleiner. Schieben das irgendwo in die Ecke, wo es nicht stört. Wir wollen das hier nur irgendwie entschlüsseln, was hier stattfindet. Und wir sagen, das Ding soll irgendwie immer im Vordergrund bleiben. So, damit wir das immer sehen können. So, jetzt können wir hier reingehen und uns ein neues Signal suchen, hier zum Beispiel. So, da sieht man ganz klar, jetzt gehe ich hier drauf und sage irgendwie hier oben Betriebsart CW. Betriebsart CW ist eingestellt. Dann habe ich hier irgendwie ein Signalrausch, das kopiert er einfach, das macht, stellt er genauso ein. Und dann stelle ich den hier so drauf, dass er hier auf der Mitte ist. Normalerweise sollte das Ding so auf 800 Hertz sein, das ist ganz gut zwischen 650 und 800 Hertz. Da kann man den Ton ganz gut hören als Mensch. Ja, das ist aber das, wenn ich das hier verschiebe, dann verschiebt sich natürlich das hier auch. So, und der fängt jetzt an hier zu entschlüsseln. Na, ich mache hier nochmal weg. Und der scheint da irgendwie zu rufen und sobald er wiederkommt, gibt es dann irgendwie eine Entschlüsselung des Signals. Und dann können wir irgendwie sagen, okay, was ist jetzt los? Na, das war klar. Mal wieder nicht. Jetzt gehe ich hier mal hier drauf und gehe ein bisschen nach oben. Ja, das ist natürlich jetzt nicht. Ich gebe mal, so, gebe mal ein bisschen Bot hier. Spring ein bisschen. Bis ich wieder ein Signal habe. Hier ist zum Beispiel wieder eins. Und das schiebe ich jetzt so hin, bis es auf den ungefähr 800 ist. Da habe ich ihn jetzt irgendwie eingestellt. Entweder stelle ich das hier ein oder ich stelle das am Empfänger ein. Ich mag das eigentlich immer ganz gern, wenn das auf 800 steht. Das ist hier die Mitten, das ist die Mittenfrequenz hier. Und stelle dann lieber hier so nach, dass der irgendwie schön bei den 800 liegt. Und da kommt jetzt was. Und da wird jetzt irgendwie geschrieben. Wir sehen, dass er mit 22 WPM, also 24 Wörtern pro Minute sendet. Das ist relativ schnell. Und die Kürzelsprache davon, die müsste man sich dann auf, also wie so ein QSO abläuft und was dort irgendwie eigentlich, also S zum Beispiel steht für und. Na, hier dieses S steht für und. Und wie das genau abläuft, das wird dann auch gesagt. Das ist dummerweise jetzt alles polnisch, das heißt, das kann ich natürlich nicht verstehen. War ja klar. Suchen wir mal einen, der irgendwie ein bisschen hübscher ist. Auch nicht viel besser. Jetzt ist er weg. So. Hier sieht man jetzt auch, wenn ich jetzt mal ein bisschen auseinanderdrehe, dass hier irgendwie teilweise Störungen drauf sind. Ja, jetzt gehen wir mal, nachdem wir jetzt irgendwie so ein bisschen was, also Morse irgendwie untersucht haben, gehen wir hier noch ein bisschen raus, gehen ein bisschen weiter oben ins Band rein, von 40 Meter Band, da gibt es verschiedene, da müsst ihr nachgucken, auch bei Wikipedia. Und hier oben sieht man, hier sind zum Beispiel andere Übertragungen, die sieht man auch sofort, das sind. Das sind SSB-Übertragungen, das heißt, wir sind unterhalb von 10 MHz. Das heißt, da unterhalb von 10 MHz wird normalerweise LSB gemacht, überhalb von 10 MHz SSB. Jetzt gehe ich mal ein bisschen so rein, dass ich das Ding hier schön reinschiebe und dann kann man mithören.
zu schwach. Hier ist nochmal ein stärkeres Signal. So, und dann muss man ein bisschen hin und her schieben, weil irgendwie je weiter es hoch ist, also praktisch die, jetzt werden praktisch alle Töne tiefer, wenn ich die nach oben schiebe. Weil der Bereich hier ist sozusagen die tiefen Töne, der Bereich hier sind die hohen Töne. Und jetzt werden praktisch alle Sachen nach unten geschoben, weil er nicht richtig auf der Frequenz liegt. Wenn wir den runterschieben, dann wird das alles Mickey Mouse. Seht ihr? So, und jetzt schieben wir es so hin, dass wir möglichst versuchen, die Frequenz zu treffen. Ist ein bisschen tief, ja, also muss er ein bisschen, wenn das so tief ist, das heißt, wir müssen den ein bisschen Richtung Mickey Mouse machen. Da ist er. So, und da können wir jetzt mithören. Allerdings irgendwie, da müssen wir dann anfangen mitzuschreiben oder sowas. Das ist natürlich dann, aber jetzt sind zum Beispiel hier sind Gespräche mit der Ukraine absolut möglich. Wir können auch nochmal ein anderes Band nehmen, also das 7 MHz Band ist ganz interessant. Die ist natürlich das 80 Meter Band ist interessant. Da gehen wir mal hin. Und das sieht dann natürlich auch noch anders aus. Hier sind auch nochmal irgendwie CW-Übertragungen, wie man hier sieht. Und die nehme ich mir und dann schalte ich hier natürlich auf CW. Noch ein bisschen reinzoomen und holen mir das genau raus. So, und ich habe ja gesagt, wir versuchen das ja so, dass es hier bei FLDigi genau drauf liegt. Jetzt wird es höher, das ist schlecht. Jetzt wird es tiefer, tiefer, tiefer. Da ist jetzt bei 800. So, wir löschen das hier mal kurz, damit wir sehen können, was da übertragen wird. Das ist jetzt schön langsam gegeben mit 12 ppm. Das ist wahrscheinlich ein von händisch. Also da wird das irgendwie gegeben mit einem klassischen Key, also sowas. Und damit wird das jetzt irgendwie, damit sendet der jetzt wahrscheinlich gerade. So, und das können wir uns jetzt irgendwie anhören und da können wir jetzt mitschneiden. Und dieser Mitschnitt, wenn wir dort zum Beispiel was finden, was interessant ist, ja, und wo finden wir was, was interessant ist, das ist eine andere Sache. Ich lasse den mal jetzt nebenbei laufen und sage hier oben im Browser einfach mal, dass wir irgendwie auf das Reverse Beacon Network gehen. So, das Reverse Beacon Network, damit können wir sehen, wo welche Sachen kommen. So, dann gehen wir hier auf die Mainpage. Dann gehen wir hier auf die Better Reverse Beacon Net hier oben. So, und das können wir jetzt direkt angucken, wo, wie, was läuft. Also ich nehme jetzt mal den Decoder hier raus. Den brauchen wir nicht mehr. Und ich kann hier auch immer sagen, WebSDR irgendwie pausen, also dass man den, dass er nicht mehr piepen soll. Oder dass wir den ganzen wieder dicht machen. Das mache ich jetzt einfach mal, damit wir den nicht verstopfen, damit wir den wieder freihalten für andere Leute, die darauf wollen. So, hier können wir jetzt irgendwie bei dem Reverse Beacon Network, kann ich zum Beispiel jetzt eine Funkmeldung absetzen und kann gucken, wo werde ich gehört. Sagen wir mal, irgendwie, wir haben jetzt 10 Uhr vormittags. Ich bin jetzt irgendwie hier, ich stelle mein Funkgerät mal ein auf 25 MHz. Und das mache ich jetzt irgendwie, dann sage ich hier erstmal irgendwie, dass, wenn ihr das Ding aufruft, dann wird das irgendwie erstmal hier stehen auf All, All, Any, Any. So, und das mache ich jetzt hier mal auf Any, Any. So, und so funktioniert das. Da sind jetzt irgendwie alle möglichen Verbindungen drauf. Und jetzt will ich zum Beispiel sehen mein eigenes Rufzeichen. Mein eigenes Rufzeichen, ich will sehen, wo bin ich gehört worden in der letzten Stunde. Natürlich gar nicht. Das heißt, das wird sich gleich updaten und dann wird er sagen, du bist gar nicht gehört worden, weil du hast überhaupt nicht gesendet. Und das ist richtig. Ich habe natürlich noch nicht gesendet. Deswegen gucken wir jetzt gleich mal, wie dieses Netzwerk funktioniert, indem ich einfach mal irgendwie hier kurz abstimme. Ich bin jetzt auf CW geschaltet und stimme kurz mein Funkgerät ab. So, ich habe jetzt auf 7025 habe ich jetzt eingetragen, dass ich senden will. Ich stelle hier mal auf 5 Watt
und gebe mal kurz einen Test-CQ raus und guck mal, ob ich gehört werde. So, das habe ich jetzt gerade gemacht und jetzt dauert das einen Augenblick, ob ich empfangen wurde oder so. Meine Antenne ist nicht so richtig gut momentan. Eventuell werde ich nicht so richtig toll empfangen. Doch, da bin ich. So, und da sagt er sofort, ja, du bist empfangen worden und zwar von DL0PF und von OK1FCJ. Das heißt, das hier ist in Tschechien, das ist ein Deutscher. Meine Position ist falsch angegeben. Meine Position ist nicht hier, sondern die ist eher bei Hamburg. Das heißt, ich bin mal eben kurz nach Linz gesprungen und nach Tschechien auf dem 40-Meter-Band. 5 Watt waren das. So, das ging also relativ gut. So, das wollen wir aber nicht. Wir wollen sehen, dass wir von einem bestimmten Land etwas bekommen. So, und dann können wir gucken. Also, wir haben zum Beispiel, sagen wir, wir möchten sehen, ob von. Sagen wir mal, Ukraine, was reinkommt. Das heißt, wir sagen hier Spotted, ne, auf der Seite der Spotted-Sachen, tragen wir ein, jetzt die Ukraine. So, da gehen wir auf UR. UR ist da, da ist die Ukraine. So, und. Dann da ist immer, man ist immer ein bisschen blind am Anfang. Jetzt gucken wir, ob da zum Beispiel was gehört wurde. Das ist jetzt das, was insgesamt in der Welt gehört wurde. Wenn ihr jetzt nicht über den Web-SDR geht, sondern über einen eigenen Empfänger, dann müsst ihr hier eintragen, ich möchte bitte nur die Verbindungen haben, die in Deutschland gehört wurden. So, und dann sagen wir hier irgendwie DE. Suchen wir hier DE raus, DL, genau, also Deutschland. Und dann sehen wir praktisch alle Verbindungen, die hier aufgetaucht sind. So, und dann sehen wir das farblich. Also erstmal sehen wir, das ist 34 Minuten her. Das waren 20 BPM. Und das waren sozusagen die Rufzeichen, die dort benutzt wurden. Das sind wahrscheinlich nicht die, die wirklich stattgefunden haben. So, aber auf welchen Bändern ist das passiert? Das ist jetzt zum Beispiel irgendwie eine Sache, mit der man jetzt arbeiten kann, wenn man mit dem Web-SDR, mit dem Kiwi-SDR oder Web-SDR, das ist auch noch eine Seite, web-SDR. Frag mich nicht. WebSDR.org, genau, da gibt es auch nochmal Sachen, die sind auch noch vorhanden. Zum Beispiel der in Twente, Enschede, der ist zum Beispiel sehr, sehr gut. Ne? Zum Beispiel. Der ist dann hier irgendwo in den Niederlanden, der ist ein sehr, sehr guter Empfänger. Aber das ist KiwiSDR, ist ein bisschen moderner, finde ich, ist ein bisschen besser. WebSDR geht genauso. KiwiSDR, WebSDR. Ich mache das nachher noch irgendwie in die Beschreibung unten, dass ihr diese Links bekommt. So, wir haben das jetzt eingetragen, leider alle viel zu lange her. Das heißt, hier wird nichts mehr sein. Wir können das aber mal gucken. Das hier ist zum Beispiel gewesen auf 24 Megahertz. Das heißt, das ist relativ hoch in der Frequenz. Ne? Das heißt, wir können ja immer sagen, wie viele Meter sind das? Das hier sind jetzt, das ist jetzt 20 Meter Band 14, danach kommt das 15 Meter Band und das hier müsste dann das 18 Meter Band sein. So, das könnt ihr ungefähr abschätzen, was los ist. Und wenn ihr ganz, ganz schlau seid und irgendwie euch Mühe macht und das hier installiert, nämlich die Hump-Clock, dann könnt ihr sogar sehen, dass die verschiedenen Verbindungen jetzt gerade irgendwie besonders gut laufen. Jetzt können wir uns das mal kurz angucken, die Hump-Clock. Das müsst ihr dann installieren von der entsprechenden Seite. Link setze ich nachher in die Beschreibung. So. Und da können wir zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt hier mal hin und suche mir jetzt hier eine Stadt raus. Ukraine, Ukraine, Ukraine. So, da ist jetzt Ukraine. Minsk, Belarus, da muss ja gleich dann darüber muss ja irgendwo Kiew sein. Na, Polen, Ukraine, Lviv. Na. Ja, es ist schwer, das auf diesem. Das ist immer ein bisschen doof bei diesem Programm, dass genau die Stadt zu treffen, aber hier kann ich zum Beispiel eine Stadt so ungefähr treffen. So, jetzt kann ich mir angucken, ja, wie viel haben Solarflux haben wir. Das ist relativ niedrig, wie ihr seht. Das ist nicht besonders doll. Hier sollte normalerweise auftauchen, wie viel Sonnenflecken wir haben. Das sehen wir momentan nicht. Und hier sollte normalerweise auftauchen, welche Bänder wir irgendwie eigentlich haben. So, und jetzt können wir zum Beispiel sagen, auf dem 17 Megahertz, also auf dem 18 Meter Band.
Da haben wir jetzt hier zwischen, also um die 12 Uhr rum, haben wir grüne Verbindungen, also haben wir eine gute Verbindung in die Ukraine. Das meiste wird stattfinden auf 40 Meter, wie ihr seht, hier also 7 Megahertz. Auf dem 30 Meter Band bei 10 Megahertz ist auch eine gute Verbindung, zumindest tagsüber. Nachts, wie man sieht, ist das weg um 4 Uhr. Und bei 20 Megahertz ist eigentlich ab abends bricht das zusammen und erst morgens gegen 7, 8 fängt das überhaupt wieder an, dass hier was kommt. Ne? So könnt ihr das irgendwie, so könnt ihr sehen, wann die Verbindungen sind. Und das hängt dann eben auch zusammen mit der Menge der Sonnenflecken und ob wir irgendwie in der Verbindung kriegen. 17, wir hatten eben vorhin bei, wie bei 18 Megahertz hatten wir Verbindungen. Das war sicherlich hier. Das war praktisch nur um die Mittagszeit kriegt man auf dem Band irgendwas. Also am meisten müsst ihr suchen bei 40 und 30 Meter, also bei 7 und 10 Megahertz. Da sind eigentlich die Verbindungen ganz gut tagsüber hier oben. So, nachts kann man 80 Meter tatsächlich machen. Tagsüber ist 80 Meter in der Tagesdämpfung. Das heißt, zwischen, ja, also hier jetzt zwischen 6 Uhr und 16 Uhr findet eigentlich nichts statt. Das wird irgendwie da, es wird die D-Schicht aufgeheizt und die D-Schicht, das ist die unterste Ionosphärenschicht, die dämpft praktisch die 80 Meter an der Ausbreitung. Ansonsten ist sie sehr, sehr gut. Und da kann man normalerweise gucken, aber nicht um diese Uhrzeit. Wir haben jetzt 9 Uhr UTC, das ist auch nicht die, ja, wir haben die Lokalzeit ist jetzt knapp 10 Uhr, genau. Und das ist jetzt das ist die UTC-Zeit, die jetzt hier steht. So, und da gibt es auch eine Webseite für, die sowas macht, aber ich würde dieses Hamclock installieren. Und jetzt kann man sich zum Beispiel angucken, okay, bei 40 Meter, irgendwie, wie breitet sich das denn aus? So, und dann klicke ich das mal an, dann sagt er hier die Ausbreitung. Und dann zeigt er an, die ist zum Beispiel jetzt hier in diesem Bereich, sind grüne Verbindungen zu erwarten. So, wenn man es jetzt eine hohe Frequenz nimmt, dann sieht man, dass die sich ausbreitet wie so ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Das heißt, wenn man hier jetzt funkt, oder wenn man jetzt in der Ukraine funken würde, dann gibt es irgendwie Teile, wo man gehört wird und wo man nicht gehört wird. So, und das sieht man gleich, wenn das weiter fertig ist. Man sieht nämlich hier, dass es hier einen Bereich gibt, sozusagen der grün ist. Also hier gibt es sozusagen den Bereich, wo ich funke. Da geht das irgendwie, da gibt es eine tote Zone und das kommt erst irgendwie in einer gewissen Distanz runter. Also hier zum Beispiel in Belarus, hier unten in Kroatien, da fängt das an. Das geht dann irgendwie hoch bis an die Mittelmeer, bis nach Libyen und danach ist es wieder tot. So, und je höher man geht, desto weiter gehen eigentlich diese Sprünge und desto weiter werden normalerweise auch diese toten Zonen. Und innerhalb der, hier sieht man das auch nochmal ganz deutlich. So, und dann kann man auch nochmal sagen, ja, und was ist das, wenn ich mich nicht mit 10 Watt sende, sondern mit 100 Watt, dann werden die entsprechenden, dann werden die entsprechenden Verbindungen natürlich besser, aber ich glaube nicht, dass wir da mit rechnen können, die werden, wenn überhaupt, mit 5 Watt senden, also möglichst niedrige Leistung fahren, weil das eben irgendwie nicht erlaubt ist, unter Kriegsbedingungen da irgendwie so viel Leistung, also überhaupt zu funken, das ist verboten. Und also wenn ich an deren Stelle wäre, dann würde ich irgendwie ganz wenig Watt fahren, so, um eben nicht entdeckt zu werden. Ne? So. Und so kriegen wir jetzt also raus, wo die funken. Und wir sollen ja auch gar nicht zurückfunken, aber wir können ja zuhören, wenn sie um Hilfe rufen. Ne? Das ist ja irgendwie das, was wir, oder wenn sie irgendwie versuchen, Nachrichten rauszubringen. So, hier kann man jetzt irgendwie sehen, das hier geht also praktisch jetzt. Man, leider kann man hier nicht reinzoomen oder sowas, aber die Ukraine ist auf dem 17-Meter-Band gerade jetzt ist zu nah dran. Das heißt, das können wir vergessen. Wenn wir die haben wollen, 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter tagsüber, 80 Meter tagsüber können wir vergessen. 80 Meter können wir aber nachts versuchen. So, das ändert sich aber mit den Sonnenflecken, die da sind. Wir haben jetzt 62, das ist ziemlich miserabel. 100 sollten wir haben. Wenn wir gute Verbindungen haben, dann haben wir über 100. So 200, 280 kann schon passieren. Das hier ist relativ schlecht. So. Es war in den letzten Tagen sogar noch schlechter, aber das ist eher mäßig, sagen wir es mal so. Ja,
das war die Hammclock und das war eigentlich schon mal ganz praktisch, denke ich mir mal. Das heißt, jeder kann sehen, wie die Sonne jetzt funktioniert und wie diese Programme funktionieren. So, jetzt haben wir irgendwie gesehen, wir haben jetzt hier Verbindung gehabt vor 42 Minuten. Jetzt wollen wir mal sehen, nicht auf Deutschland begrenzt, sondern wir gehen jetzt mal hier rein und sagen, jede Verbindung. Und da sehen wir jetzt auch hier, vor 32 Minuten war die letzte Verbindung in die Ukraine, die irgendwo aufgenommen wurde. Tatsache ist, der sucht momentan sowohl CW, RTTY, PSK und PSK 63, aber dieses Reverse Beacon Network funktioniert nur sicher auf CW. Also RTTY, PSK 31 und PSK 63 muss man suchen. Und da sucht man dann bei Wikipedia PSK. PSK 31 zum Beispiel. Und da steht dann zum Beispiel drauf, auf welchen Frequenzen das normalerweise ist. Das könnt ihr dann nachgucken. Da könnt ihr sagen, okay, hier sind zum Beispiel die typischen Bänder und wo da die Hauptaktivität ist. Und um diese Aktivität herum müsst ihr dann gucken. So, die CW-Sachen sind immer am Anfang von den Bändern, das weiß man auch. Also CW Morse, ne? Klar. So, das ist eigentlich so, dass im Großen und Ganzen, wie das Ganze funktioniert. Und ich glaube, wie viele Minuten haben wir denn voll? Eine halbe Stunde. Tja, dann würde ich sagen, das reicht auch, ne? Ja, dann wünsche ich euch irgendwie viel Glück bei der Jagd nach ukrainischen Hilferufen. Und ABDH 73, 55, 73 ABDH.